So, ich bin mutig. Ich gehe jetzt mal hier. Beziehungsweise so mutig bin ich auch nicht. Hinter diese Absperrung. Ich filme mal von hier. Frontal. Schauen wir mal. Kann ja eigentlich nichts passieren. Der Olympiastützpunkt ist hier sagenhaft ausgestattet. Ein Leichtathletik-Equipment. Das sind doch keine Stäbe hier, oder? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Muss ich ihn nachher mal fragen. Ich dachte, das wäre so ein Stab für die Leichtathletik, aber nee. Hier die Diskusse. Und hier noch Kugeln. Verschiedenste Gewichte. Groß und klein, keine Ahnung. Ja. Muss man auch noch mal fragen. Oh Gott, ja, hier auch. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Und nochmal Diskus, Diskus, Diskus. Und wieder Bälle, Bälle, Bälle ohne Ende. Ja. Gut, mal schauen, was der Vincent so macht. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber die Schritte abgezählt hat, glaube ich aber nicht. Also ich muss sagen, ich kann es verstehen, dass sie die Regeln ein bisschen geändert haben, dass die Speere nicht mehr ganz so weit fliegen. Wenn man in so einem Wettkampf ist und dann immer noch darauf achten muss, wo die Speerwerfer sind, das wäre ja auch unangenehm. Aber die Gefahr ist jetzt gebannt. Weltrekord, hat man ja gehört, ist unter 100 Meter. So, das ist seine Markierung hier. Ganz einfach, ein Turnschuh. Kennen die sich das hier? Da der zweite. Jetzt. Den Schuh hast du jetzt ein bisschen nach vorne geschoben. Ja, ich überdrehte immer ein bisschen. Stimmt dir nicht ganz, oder was? Nee. Mhm. Das ist jetzt Anlauf. Okay. Weil wir haben nächste Woche Wettkampf. Mhm. Ja, genau. Das wollen wir schon ein bisschen. Ja, ist wichtig, ne, dass der Anlauf gut getimed ist. Ich meine, da kann man auch viele Zentimeter verlieren. Ja, ist richtig. Ja, schon. Ja, ich muss sagen, das geht hier alles so schnell. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, die Technik mit bloßem Auge irgendwie zu erkennen. Das müssten wir dann wirklich nochmal in der Zeitlupe zeigen. Achtung, ist nichts anderes. Nur, dass ihr ein bisschen schneller auf die Marke.
Ja, im Hintergrund hört man den Trainer, der anscheinend ganz begeistert ist. Okay, begeistert ist vielleicht das falsche Wort, aber der ihn wirklich sehr motiviert, muss ich sagen. Finde ich gut. Und dabei natürlich immer sehr in die Technik eingreift. Er hat jetzt mehrere Athleten gleich im Training, aber hat oder beherrscht das Multitasking. Hat den Vincent auch immer im Auge. Schon interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich sehr begeistert ist, die Disziplin der Athleten hier. Wie sehr der Trainer halt wirklich die, ja, wie soll ich sagen, Macht über die Athleten hat. Also das ist wirklich eine tolle Respektperson hier. Und die Athleten, die machen auch wirklich alles, was er denen sagt. Und das ist auch wirklich sehr hilfreich. Der hat einfach die Erfahrung, sieht die Bewegungsabläufe, sieht die Fehler, korrigiert die Athleten. Ja, bin ganz begeistert, muss ich sagen. Du ziehst die Schuhe schon wieder aus, was ist los? Ja, jetzt machen wir Krafttraining. Jetzt macht sie schon Krafttraining? Ja, jetzt also Wurftraining ist schon vorbei für heute? Genau. Okay. Ja, nicht so viel werfen. Mhm. Das haben wir sonst immer im Winter gemacht, ganz viel geworfen. Ja. Aber jetzt wenige Würfe machen. Aber korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe. Ich habe den Eindruck, Trainer hat dich natürlich schon verbessert, aber generell scheinst du schon das ganz gut zu beherrschen, ne? Ja, also man merkt es selber. Kleinigkeiten verbessert, aber es ist wirklich so, ich hatte den Eindruck, der ist schon überzeugt, ne, von der. Also hat dich auch gut motiviert, hat dir, ja, muss ich sagen, finde gut. Okay. So, aber bevor wir ins Krafttraining gehen, weil das ging jetzt hier auch relativ schnell, das ist gerade so eine schöne Sache hier mit den Speeren im Hintergrund. Ich will mal ganz kurz was über Speerwerfen nochmal erzählen. Also was ich so recherchiert habe, das gehört ja wirklich zu diesen antiken Sportarten, im antiken Olympia. Und da gab es ja, das ist 700 vor Christus, das muss man sich mal überlegen, den Fünfkampf. Und da gehörte Speerwerfen als eine der Disziplinen. Ja, die haben das noch ein bisschen anders gemacht, das Speerwerfen. Mhm. Und zwar, die hatten so eine Art, so ein Seil. Ja. Um diese Bindung. Ja. Und dann haben die sozusagen den Speer dort eingespannt. Ja. Also so wie man jetzt die Wicklung kennt. Ja. Und dann haben sie aus diesem Seil den Speer rausgeworfen. Oh, hoffentlich. Ja, sonst fällt man hinterher, ne? Ich weiß nicht. Wie so ein. Wenn man so eine Fletcher hat, so einen Steinschleuder. Mhm. So haben sie den Speer eingespannt dort unten und haben sie den Speer. Die haben wir anders geworfen und da war der Speer auch ein bisschen schwerer. Aber um das mal zu vervollständigen, also zu diesem antiken Fünfkampf gehörte Speer, Sprung, Diskus, Lauf und weißt du die fünfte? Ringen. Ringen, genau. Das ist irre, ne? Ringen. Ja. Denkt man jetzt auch nicht, ne? So, und dann noch eine Sache. Ja, das ist ja, ich meine generell, der Speer ist ja eine der ältesten Jagdwaffen, ne? Das genau. Ist ja das hat ja Historie, ist ja unglaublich. Also man hat irgendwie schon vor 300.000 Jahren was Speerartiges gefunden. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie... Das ist eine Jagdwaffe, genau. Das ist eine Jagdwaffe. Wenn du jetzt so ein Homo Sapien wärst, tja, du könntest dich wahrscheinlich ernähren, ne? Jäger und Sammler, du wärst der Jäger und würdest die ganzen Tiere erledigen, ne? Mit dem Speer. Nein, und dann, was auch interessant ist, im 18. Jahrhundert ist das sehr populär gewesen in Skandinavien, bis heute noch. Mhm. Ne? Und du hast mir irgendwas über Finnland von erzählt, sag genau. Mal. In Finnland ist Speerwerfen eigentlich so fast die Nationalsportart dort. Ja. Also die huldigen die Speerwerfer wie, ich weiß nicht, wie Popstars. Es kamen ja auch extrem viele Speerwerfer, Weltmeister, Olympiasieger aus Skandinavien und im Übrigen aber auch aus der ehemaligen DDR. Ne? Die waren also auch ganz stark im Speerwerfen. Gut, ja Mensch, ja, wie gesagt, also in Skandinavien der Speer, Symbol der Unabhängigkeit. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, ob die mit Speeren gekämpft haben, wahrscheinlich. Die Wikinger, keine Ahnung, muss ich mal nachlesen.
Was wiegt das? 2. Achso. Das hatte ich akustisch nicht verstanden.